Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zu diesem Kurztutorial, wie man einen Panzer von der Militärbasis klaut. Es gibt eine kleine Chance, wenn ein Panzer in dieser Militärbasis herumfährt, habt ihr Glück. Wenn nicht, müsst ihr eine neue Welt laden. Ihr fliegt mit einem Cargobob dorthin, schaut ein paar Mal nach hinten, wieder nach vorne und irgendwann habt ihr Glück. Und hier fährt ein Panzer vorbei. Wenn ihr besonders viel Glück habt, fährt er diese Straße entlang und parkt dort hinten. Sonst müsst ihr einfach reinfliegen und ihn so holen. Wenn ihr jetzt einen Panzer seht, ruft die Liste an. Wählt das ganz letzte. Das ist der kleine Nachteil, es kostet halt 5000. Dann fliegt ihr rein und holt euch den Panzer. Es funktioniert auch mit dem Panzer, der so herumfährt. Es ist nur ein bisschen schwieriger, wenn ein Militärmann drin sitzt. Am besten ist, ihr setzt den Panzer hier ab, so kann er nicht davonfahren. Dann landet ihr hier, holt ihn schnell raus und voilà, ihr habt einen Panzer. Aber ihr müsst dann aufpassen, dass ihr ihn nicht überfährt. So einfach ist es, einen Panzer zu kriegen, ohne 1,5 Millionen zu zahlen und Level 70 zu sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert für mehr Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!